Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe letztens einen TikTok gepostet, wo ich meine Noten gezeigt habe. Und das haben ganz viele Leute gesehen. Und ich habe da einige Fragen bekommen zu bestimmten Fächern, wie ich zum Beispiel dafür lerne. Und wie ich es auch geschafft habe, vor allem in Mathe 15 Punkte zu haben. Falls ihr letztes Jahr meine Vlogmas-Reihe verfolgt habt, wisst ihr, dass Mathe nicht so mein bestes Fach war. Und ich voll den Mental Breakdown hatte wegen meiner Mathe-Note. Ich hatte da zwar eine 3, das ist jetzt nicht so schlecht. Aber es war für mich schon sehr schockierend. Und ich habe mich dann auch schon sehr schlecht gefühlt, weil ich einfach in der Klassenarbeit eine 3 hatte, womit ich nicht ganz so zufrieden war. Mittlerweile hat sich aber sehr geändert. Ich bin momentan auf, nicht auf 15 Punkten, aber ich habe, glaube ich, in 2 Tests 15 Punkte. Dann in meiner großen Klausur habe ich 13. Ja, genau. Also ich stand auch letztes Jahr trotzdem noch in Mathe auf einer 2, die Jahre davor immer auf einer 2 oder auf einer 1 und bin deswegen, glaube ich, befugt dazu, euch vielleicht einige Tipps von mir zu teilen. Und ich hoffe, dass es euch ein bisschen hilft. Also abonniert sehr gerne, gebt diesem Video einen Daumen nach oben und schreibt gerne einen Kommentar, falls das der Fall ist. Was mir wirklich sehr, sehr geholfen hat bei Mathe ist, dass ich mir jetzt wirklich immer beim neuen Thema immer sofort ein richtiges Rezept aufschreibe, wie ich eine Aufgabe löse. Beispielsweise, wenn wir jetzt haben, wie rechnet man die Extrempunkte aus bei einer Funktion? Dann weiß man ja eigentlich im Kopf, okay, wenn ich jetzt die Extrempunkte habe, fange ich erstmal an, die erste Ableitung zu bilden. Dann kommt das und so. Und genau diese Schrittfolge, die schreibe ich mir direkt auf, wenn wir ein neues Thema beginnen. Ich kann es euch mal ganz kurz hier einblenden. Und zwar schreibe ich das wirklich auf, so mit erstens, zweitens, drittens. Das hilft mir einfach, weil ich ein sehr chronologischer Mensch bin und dann direkt weiß, okay, wenn ich jetzt die erste Ableitung gebildet habe, dann setze ich das dort ein und so weiter. Und dann in der Arbeit bin ich niemals so hilflos, weil ich immer genau weiß, okay, aha, Extrempunkte, ich weiß sofort, erster Schritt, erste Ableitung bilden. Und wenn wir dann halt so Aufgaben im Buch machen, dann nehme ich mir immer dieses Rezept sozusagen vor. Also ich nenne es jetzt Rezept, man kann es auch einfach nennen Schrittfolge oder so. Ich nenne es immer Rezept, weil ich mir dann aufschreibe, was gesucht ist, was gegeben ist und dann, wie ich die Schritte jeweils befolgen muss. Das ist für mich ein bisschen so wie so ein Kochrezept. Ich mag diese Methode einfach sehr, weil ich so einfach nie hilflos bin und nie einfach nicht weiß, was ich machen muss. Außer natürlich, wenn es irgendwelche Sachaufgaben sind, wo die Aufgabenstellungen nicht klar sind und man es mehr herausfinden muss, was man jetzt eigentlich genau da ausrechnen soll. Sonst, wenn aber einfach so steht, sowas wie rechne die Extrempunkte aus oder mache jetzt die Polynomdivision oder so, weiß ich immer direkt, okay, aha, Polynomdivision, ich habe dann wieder mein Rezept vor den Augen, weiß, das habe ich logischerweise normalerweise gegeben, das ist jetzt gesucht dabei und das sind die Schritte. Ein weiterer Punkt, eigentlich auch der wichtigste Punkt, ist ganz viel zu üben. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich hasse es eigentlich, zu üben für die Schule, weil ich es lieber mag, so Konzepte zu lernen, weil diese kann ich mir auch schneller merken und finde sie auch spannender, als hier die ganze Zeit was zu üben in Mathe. Aber bei Mathe ist es einfach davon, man muss einfach viel üben, um dann vor allem auch viele Schusselfehler zu machen. Bei mir ist es nämlich meistens so, wenn ich Fehler mache, kommt es daher, dass ich zum Beispiel Schusselfehler, also Flüchtigkeitsfehler mache und dann einfach diese Aufgabe deswegen komplett verkacke, weil dann darauf noch so ein Folgefehler dann basiert und alles und das ist einfach nur ein großes Chaos dann. Und das kann man aber eliminieren, indem man einfach schon davor sehr, sehr viel übt und sehr viele Probeklausuren, Probetests oder einfach Übungsaufgaben macht. Beispielsweise ist es manchmal so, dass ich in der Arbeit sitze und mir so denke, okay, ich weiß, wie man es ausrechnet, aber warum ist da jetzt so ein Minus davor? Oder warum ist jetzt immer so eine große Zahl? Da weiß ich halt nicht, wie das dann funktioniert. Und das kann man auf jeden Fall vermeiden, indem man einfach schon sehr viele Aufgaben davor macht und sozusagen alle möglichen Dinge, die rankommen können, schon vorher einmal durchgerechnet hat und weiß, wie man denn im Notfall darauf reagieren soll. Dazu kann ich euch auch noch raten, anderen Menschen bestimmte Aufgaben zu erklären oder vielleicht auch ihnen dabei zu helfen. Denn ich habe ja auch schon in meinem Lernmethodenvideo, also ich habe 2 davon gemacht, habe ich ja auch erklärt, dass so das Helfen anderer Personen oder generell einfach das Erklären von bestimmten Aufgaben dir selbst einfach sehr hilft, weil du herausfindest, was du selbst noch nicht verstanden hast und was du vielleicht nochmal üben musst. Und ich habe da wirklich sehr Glück, dass ich oft mit meinen Freunden zusammensitze, in der Mittagspause oder so, in der Freistunde und dann machen wir so Aufgaben zusammen. Dann kann ich immer so fragen, okay, hey, warum ist das jetzt so? Und ich kann dann zu den Leuten erklären, dann musst du halt das rechnen und sowas. Und diese Sessions helfen mir wirklich extrem, weil man nochmal das Ganze wiederholen kann, nochmal vielleicht abstrakte Szenarien oder so durchgehen kann und eben auch nochmal sein Wissen anwendet und dann vor allem auch mitbekommt, was man vielleicht noch nicht so gut verstanden hat. Zusammenfassend lässt sich jetzt sagen, dass es sehr wichtig ist, sich so ein Rezept aufzuschreiben und vielleicht die Schrittfolge aufzuschreiben, um dann genau zu wissen, was man macht, weil oft einfach die Klarheit fehlt bei Aufgaben, man deswegen diese Aufgaben nicht löst.
lösen kann. Deswegen ist mein größter Tipp eigentlich, schreibt euch wirklich so eine Schrittfolge auf, so eine Liste, was ihr genau machen müsst. Der zweite Schritt ist dann ganz viel zu üben, ganz viele Probeklausuren zu schreiben und der dritte Schritt natürlich auch anderen Leuten das zu erklären, mit anderen Leuten darüber zu reden und versuchen sich da irgendwie auszutauschen, gegenseitig zu helfen. Das sind jetzt die drei Tipps und die drei Schritte, die mir sehr geholfen haben, in Mathe 15 Punkte zu kriegen und auch in der Klassenarbeit eine 1 zu haben. Und ich bin darauf wirklich sehr stolz, deswegen muss ich mein Wissen mit euch teilen. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen hilft. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen. Nein, nicht morgen. Morgen ist Montag für euch, dass wir uns am Donnerstag wiedersehen. Also, noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!